neuen Live-Wirt eingestellt. Aber wo soll ich denn jetzt das Geld lassen, das am Monatsende noch übrig ist? Ich meine, die Banken, das sind ja sowieso alles Betrüger. Natürlich hört man live mehr viel. Ich meine, da hat man gerade den Beruf gefunden, der zu einem passt. Leute verarschen, das kann ich. Es wird mir so viel fehlen. Diese Stimmen zum Beispiel aus dem Nichts, die irgendwie alle gleich klingen. Manchmal wache ich nachts auf und möchte den Hotbutton drücken. Aber da ist nichts. 9 Live sendet nicht mehr? Aber welche Rätsel soll ich jetzt beim Online-Pokern immer lösen? Ich meine, die Apothekenumschau, die ist mir viel zu anspruchsvoll. Ja klar, versucht man sich irgendwie anzupassen. Ich habe jetzt 3 Telefonleitungen. Wenn meine Freunde anrufen, müssen sie versuchen, die 2. zu treffen, sonst geht keiner ran. Aber es ist irgendwie nicht dasselbe. Mich ruft ja sowieso keiner an. Ich habe ja nur noch mich und meinen Stirnnamen Basilisken. Ja wie, 9 Live sendet nicht mehr. Dann musste ich ja jetzt in den Werbepausen auf Pro7 immer Werbung gucken. Und diese Textläufe oben im Bild, die werde ich vermissen. Dann muss ich mir jetzt auch dieses nervöse Augenzucken wieder abgewöhnen. 9 Live hat mein Leben verändert. Ich war so drin in dem Projekt, ich habe mir extra bestimmte Verhaltensmuster angewöhnt. Es ist wie so eine zweite Persönlichkeit. Und bei der kleinsten Ablenkung kommt das alles wieder hervor. Na los, meine Damen und Herren, das kann doch nicht so schwer sein, meine Damen und Herren. Also, wer hat eben gehustet? Ja, kommen Sie, einer muss durchkommen. Sie haben so eine große Chance.